Hallo und willkommen zurück hier zu Tales of Arise mit mir, Ralf. Und in der letzten Folge haben wir hier eine neue Fähigkeit erlernt. Oder zumindest gezeigt. Also erlernt haben wir es noch nicht, aber wir haben eine Fähigkeit gezeigt. Und wir haben herausgefunden, dass in der guten Shinon eine Art Kern der Macht steckt, den wir irgendwie nutzen können, um irgendwie ein Flammenschwert zu erzeugen, das uns eigentlich verbrennt, während wir es halten. Aber da unser namenloser Held, unser Maskenmann, kein Schmerz spürt, juckt sie nicht. Da kann es trotzdem führen. Bin mal gespannt, wo das noch so hinführt. Okay, hier liegt nichts rum. Strahlaugen. Ui. Okay, das war unser Nachladeruckler. Oder das? Also cool sieht diese Welt schon aus. Land des Schwefels und Ascheturms. Kalagia. That's Glanimede Castle. Stronghold of Lord Balsif, self-imposed ruler of all Kalagia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the Gates of Fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Okay. Lions Bergstollen. Mal hier. Da geht's dann da hoch. Gigant. Okay. Be careful. If you get close to a Zugel, they'll attack. Komm ruhig her. Zusammenfassung. Steuerung im Kampf ändern. Die will ich aber nicht. Select kann ich das Menü öffnen und die Charaktere umstellen. Ja, nee, wenn dann schon vollständig. So, das lief doch gut. I can feel my power growing. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all out, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Wenn wir theoretisch vorbeilaufen, müssen wir noch überlegen, ob ich es mache. Gegengiftstein. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Dank des Lebens. This is
Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Komm, probieren wir's mal. Level 9 Golem. Boah, war jetzt doch nicht so schwer. Tjo, wo ist jemand denn jetzt hier? Lagerfeuer. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can, you'll end up regretting it later. You're the boss. Jo. Wenn du in einem Lager rastest, werden KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Normally we should take turns standing guard, but this first time I'll watch over things so you two can rest easy. Hm? Ah, okay. So was. Das ist ein Shop. I've never just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Ah, don't be a spoil sport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. But you said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renan, it wouldn't be such a big deal. A Renan? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renan as long as they're on our side? So you don't see every Renan as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renans. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danan agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danans? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Oops. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am, but I don't. It's funny how I didn't have any time for soul searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right.
Thank you. Das ist nett. So, this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? Why would you care anyway? No, it's just, you know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renan soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but that doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Interessant. Das Gute ist, ich kann die Plaudereien nachholen. Okay, dann rasten wir mal. Ich find sowas cool. A Master Corps, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Ah, fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a Master Core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. Five lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their Master Cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan Motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are two things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way.
And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together, we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Da bin ich mal gespannt. Oh. Dunkelheit? War das? I've got to hurry. Ohne Todler. We have enough. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegas. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegas? You mean the same Lenegas that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Hmm. I hate camping out. Ah, okay, Giftstein. Und von hier sind wir gekommen. Ui, Glitzer. We should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. Ein Karpfen. Albei. Mhm. Blätter. Geht es noch doch ein ordentliches Stück, was wir hier runtergesprungen sind? Gelee. That is one enormous stray. I don't think we can take it right now. Versuchen kann man es ja mal. We've almost made it to Ulzebek. Schauen wir mal. Dann Level 9 4 kriegen wir platt.
probieren kann man es ja mal. Level 43. Okay. Level 43. Von einer Gruppenniederlage erholen. Wenn die Gruppe in einen normalen Kampf verliert und ausgelöscht wird, kostet es im selben Gebiet HP, um die Gruppe zu retten. Du kehrst mit 0 HP ins selbe Gebiet zurück, hältst aber keine KP. Von daher ist es klug, dich in einem anderen Gebiet zurückzuziehen, um deine HP wiederherzustellen. I can't believe this. Ja. Gut, war ja ein Test. Aber Level 43, da sind wir noch ein wenig zu weit runter. Egal, aber mit denen hier werden wir fertig. Level 7. Die Kämpfe sind schön anzusehen. Eine Eule. That's an unusual bird. It's an owl. They're often used as a symbol to represent ancient Dana. Aha. Komm mal her. I'll take you all on. Take it. Mega Ray. You're finished. This is it. Dig deep. Easier said than done. No excuses. Come to us. Here I go. It's over. Take this. You're finished. Swallow blade. I'm on it. There. Pathetic. Weizen. Na ja. Orangenchilee. Okay. Hoppala. Schluck auf. An opponent like this should be easy. Here I go. It's over. It's over. Rising Wyvern! I'm on it. You're on it. We did it. These little ones are hardly worth it. Less talking, more pummeling. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Parallaxstein. Ah, ich hasse Schluck auf. Jetzt ist er weg. Usbeck oder Ulzbeck. Okay, people, this is it. Ulzbeck. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Danins. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. Klingt vernünftig. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Ah, den kennen wir doch. Looks like we needn't have worried. Come on. Den kennen wir doch. So. Bruder, ist denn, was ist denn passiert? Dein Bruder hat wohl den Mund etwas zu voll genommen. Es hat keinen Zweck, ich kann gegen die Strahlaugen nichts ausrichten.
Es klingt, als hätte es eine Explosion entlang der Gleise gegeben. Waren das die Crimson Crows? Die Hühner haben gerade ihre Eier gelegt. Und diese verdammten Strahlaugen haben alle Eier gestohlen. Sie haben kein einziges übrig gelassen. Ich hoffe, dass diese Panzersoldaten nicht vorhaben, länger hier zu bleiben. Und wieder abhauen, wie es in Moskau gemacht haben. Und ich bin nicht gerade erfreut, dass hier die Leute da sind. Du bist also der neue Rekrut, den C4 angeschleppt hat, was? Jawohl. Interessant. Ich hatte nicht erwartet, dass es ausgerechnet Eisenmaske ist. Ich bin beeindruckt, aber du brauchst vermutlich noch ein paar Informationen. Gibt es irgendwas, was du wissen möchtest? Was ist das für ein Ort? Das hier ist Olsebeck. Es ist ein dänisches, eine dänische Enklave, so wie viele andere in diesem Reich. Anders als in Moskau, wo es hauptsächlich um den Bergbau geht, werden hier vor allem Nahrungsmittel und andere Alltagswaren hergestellt. Die Strahlaugen zeigen sich hier nur selten, deshalb haben wir diesen Ort zu unserem Hauptquartier gemacht. Wie ist die Lage? Unsere Freunde sind aus dem alten Sinnenbergwerk zurückgekehrt. Leider haben es nicht alle geschafft, dort lebend herauszukommen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihre Opfer nicht umsonst waren. Bin ich wirklich denn so berühmt? Warum bist du so überrascht? Natürlich bist du berühmt. Deine Maske ist wohl kaum zu übersehen, selbst wenn man es drauf anlegt. Außerdem tust du stets dein Möglichstes, um anderen zu helfen und das Leben erträglicher zu machen. Da reden die Leute über dich. In diesem Ruf gehörst du wohl eindeutig zu den Crimson Crows. Gibt es sonst noch etwas? Nee. Also gut, man sieht sich. Ich rate dir, dich vor Panzersoldaten und Säuglen zu hüten. Und wenn du da rausgehst, okay. Ja, okay. Ja, okay. Oh. Ups. Apfelgelee. Komm schon, hör nicht auf herumzustehen und zu quatschen. Wir müssen das Wasser hier tragen. So viele Grimmsenkrähen gesehen. Die waren verletzt. Diese Strahlaugen müssen sie schwer erwischt haben. Ich frag mich, ob wir als nächstes dran sind. Keine Ahnung, Vater sagt, dass die Strahlaugen es sich nicht leisten können, ihre Arbeiter zu töten, aber vielleicht haben sie ihre Meinung geändert. Wäre doof. Ich kann alles herstellen, Essen, Kleidung, Möbel, aber es ist nichts mehr übrig, woraus man etwas herstellen könnte. Ja, Knappheit. Ich frage mich, wie lange die Kämpfe noch andauern. Es wurde schon so viele Crimson Crows verletzt und getötet. Wer weiß, ich hoffe nur, es wird nicht schlimmer. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, was passieren könnte, wenn sie die Renéer noch wütender machen. Ja. Wäre unangenehm. Deshalb habe ich überlegt, ob ich mich den Crimson Crows anschließe. Du, was willst du bei den Crimson Crows? Dein Körper ist viel zu schwach. Ich kann immer noch kämpfen. Ich muss kämpfen. Für unsere Kinder, für eine bessere Zukunft. Das musst du doch verstehen. Ich weiß, aber... mal hier. Hallo? Ich habe nicht mehr genug Proviant und mir fehlen Männer. Ich habe wohl keine Wahl, ich muss die Crimson Crows noch einmal Hilfe bitten. Oder Abstieg. Okay, keine Ahnung, für was das hier denn gut ist. Mit dem kann ich nicht reden. Die Verletzungen werden irgendwann abheilen. Sobald sie verheilt sind, werden mich zurück nach Moskau schicken. Ich bezweifle, dass ich dieses Mal lebend herauskomme. Willst du mir damit sagen, ich soll mich nicht mit den Crimson Crows einlassen, alter Mann? Da hast du verdammt recht. Als ich in deinem Alter war, gab es Menschen, die dasselbe taten wie diese Leute und es hat sich nichts geändert, nichts. Diese Strahlaugen herausfinden, dass wir einen Crimson Crow unter uns verstecken,
bedeutet das für alle hier in Ulsebeck die Hölle. Sie hat recht, sie werden uns alle töten. Jeden Einzelnen von uns, du weißt schon, wie sie vorgehen. Ganz genau, ich würde es mir an deiner Stelle nochmal überlegen, bevor du etwas tust, was wir nachher bereuen. Ungern ich es zugebe, sie haben beide recht. Ich hasse die Renéa so sehr wie jeder andere auch. Aber gegen sie zu kämpfen wäre Selbstmord. Es gibt nur einen Weg, wie es für die Crimson Crows enden wird, und es wird nicht schön. Gib einfach auf, es ist hoffnungslos. Alle sehr resigniert hier. All diese pessimistischen Gerede macht es noch schwieriger, die Arbeit eines Tages durchzustehen, ohne, als es ohnehin schon ist. Kann ich verstehen. Du. Guten Tag. Es klingt so, als hätte es in der Nähe einen Tumult gegeben. Ist das passiert? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber solange es mein Leben nicht schwieriger macht, ist es mir ziemlich egal. Es war ein langer und schwieriger Kampf, um so alt zu werden. Mein alter, klappriger Körper kann nicht mehr viel ertragen. Nachdem ich mein ganzes Leben mit den Händen gearbeitet habe, kann mir meine alten Augen kaum noch etwas sehen. Oh. Was machst denn du da? Die Straße da drüben führt ins Iglia-Ödland. Wird er dort keine Renéa finden, da es dort nur Ruinen und verlassene Dörfer gibt. Aber es wird von Zeugeln. Seid vorsichtig. So. Jo, hüps. Ich halte im Auftrag schon sehr viel Wache. Man kann nie vorsichtig genug sein, wenn man es mit Strahlaugen zu tun hat. Wenn einer von uns auch nur einen Hauch der Gefahr wittert, müssen wir nur das Signal geben, alle können sofort verstecken. Jo. Klingt richtig. Gasthaus. Immer noch nicht hin. Seid vorsichtig, falls ihr euch entschließt, nach draußen zu gehen. Dort warten eine ganze Garnison voller Panzersoldaten auf euch. Okay, dann gehen wir da mal nicht hin. Noch nicht. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Ja, das klingt doch schon mal nett. Und hier können wir kaufen und verkaufen. Aber das machen wir in der nächsten Folge und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr liken, subscriben, Welt verteilen und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was von uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, den ihr ein Follow reindrücken könnt und auf alle Feeds zeigen anschauen solltet. Solltet ihr das selbst dann mitbekommen, wenn was von uns abgeht. Dann seht ihr bis zur nächsten Folge. Ciao!